Heiko Thieme Club, die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied. Heiko-Thieme.club. Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Die Bären sind los. Du hattest ja in den letzten Monaten, muss ich ja sagen, immer wieder gesagt, dass die Kurse weiter fallen werden, weiter fallen müssen. Deshalb Cash zu halten ist. Jetzt sehen wir einen regelrechten Abverkauf. Also da hattest du auf jeden Fall schon mal recht. Wir reden da gar nicht nur über den Aktienmarkt, überall ging es runter. Was ist es denn überhaupt erstmal aus deiner Sicht, was wir hier sehen? Ist das schon Panik? Ist das Ausverkauf? Ist das Risk-Off-Modus oder was sehen wir da? Wir sind kurz vor der Panik. Die Panik zeigt sich schon in einzelnen Teilen an. Und zwar dergestalt, dass wir Situationen haben, wo wir Kursverluste auf Einzelwerte manchmal von 10, 15 oder 20% sehen. Das ist also Ausverkaufsmentalität. Eine totale Panik im wahrsten Sinne des Wortes haben wir noch nicht gehabt. Und die würde dann eintreten, wenn wir die bisherigen Tiefstände von Anfang März wiedersehen. Und davon gehe ich nach wie vor aus. Ich schließe sogar nicht aus, dass sie noch ganz geringfügig unterschreiten. Aber wichtig ist für mich auch der Satz, dass man hier insgesamt sagen kann, bitteschön, wir haben eine Bässe, globale Börsenbässe, aber keinen Börsencrash aller 2020, wobei letzteres, der 2020er Crash war eigentlich besser, in Anführungsstrichen, weil es nur 4 Wochen dauerte und dann ging es aufwärts und dann konnte man also 100% Kursgewinne in einem Jahr sehen, was auch ganz selten passiert ist. Das wird ein etwas zermürbender Prozess sein. Es wird also nicht jetzt bilderbuchmäßig, sprich nach unten gehen und bei 12.000 DAX haben wir jetzt alles da, bitte alle einsteigen, jetzt geht es auf 20.000 zu. Das wird schwierig werden, weil die Probleme, die wir haben, sich sehr stark verändert hatten in einer Situation, die kein Börsianer jemals in seinem Leben, in seinem aktiven Leben gesehen hat. Denn wir müssen zurückgehen auf den Zweiten Weltkrieg. Und das ist nun schon mal 77 Jahre her. Und diejenigen, also die jetzt noch leben, die sind knapp 100 Jahre alt, die sind nicht mehr aktiv tätig. Kurzum, wir haben eine Situation, die für uns alle neu ist, auch für mich, Jahrgang 43. Und wir müssen das versuchen, jetzt historisch einzuordnen. Und das ist nicht einfach. In anderen Worten, ich will es mal pauschal noch sagen und nicht Angst machen. Unser Club, das 20er Jahrzehnt, wird ein sehr komplexes, sehr problematisches Jahrzehnt werden, weil wir einen 24. Februar 2022 hatten mit einem Krieg in der Ukraine. Aber ist denn der Krieg tatsächlich dieser Hauptfaktor, der jetzt belastet? Die Inflation, okay, vieles dieser Inflation kommt ja durch den Krieg, hatten wir aber auch schon davor. China, da sehen wir noch Corona, also das große Problem, das wir davor hatten, das da noch nachwirkt. Oder eben doch die Zinsen, also so richtig gerappelt hat es ja eigentlich erst nach der EZB-Sitzung letzten Donnerstag. Das ist richtig. Es wurde dann so jedem offensichtlich klar, dass die Pandora-Box der Niedrigzinsen nun endgültig vorbei ist. Es war eine Anormalität, auch übrigens ausgelöst durch eine Krise, nicht wahr, durch die Immobilienkrise, durch die Hypothekenkrise in den USA 2008, nicht wahr, was sich dann bis 2009 entwickelt hat. Ich darf noch mal erinnern, der DAX-Index war unter der 4.000-Marke, der Dow Jones-Index unter der 7.000-Marke. Und wir haben uns dann auch mit massiven Liquiditätsmitteln wieder nach vorne gearbeitet. Wir versuchten also eine Pleite größten Ausmaßes zu verhindern und das wiederum durch Deficit Spending. Gleichzeitig haben dann die Banken, sprich die Federal Reserve in den USA und besonders auch die Europäische Zentralbank unter Herrn Draghi, haben das gesehen und gesagt, wir können das nur noch machen, indem wir die Zinsen, ich sage mal künstlich in Anführungsstrichen, senken. Und zwar auf ein Niveau, was in der Weltgeschichte noch nie da gewesen ist, mit Niedrigzinsen, das heißt mit negativen Zinsen. Eine Zeit, die ich immer von Anfang an kommentiert habe, die in der Weltgeschichte noch nie da gewesen ist und die es auch nicht wiedergeben kann und eigentlich auch nicht darf. Wenn ich mir Geld borge, bekomme ich kein Geld dafür, sondern ich muss dafür Geld bezahlen. Wir haben also die Welt auf den Kopf gestellt, aber nur deswegen, um uns vor dem totalen Untergang zu retten. Das ist uns auch gelungen, muss man sagen. Nur jetzt sind wir in einer Bredouille angekommen, wo plötzlich der Umkehrtrend so drastisch ist, dass der wiederum A, Inflationsprobleme mit sich bringt, die nicht in einem Jahr oder 2 Jahren zu bewerkstelligen sind, wie man ursprünglich auch ich glaube, temporäre Phase ist nicht mehr, können wir vergessen. Dieses Jahrzehnt wird durch die Inflation ganz entscheidend geprägt werden. Wir haben bei der medizinischen Versorgung durch Pandemien, die auf uns zugekommen sind und noch kommen werden, eine weitere Problematik mit uns kreiert. Und wenn man dann weiter sieht, dann haben wir eine kriegerische Auseinandersetzung, die Europa aufs Größte herausfordert und die sich auf europäischem Boden abspielt. Bisher sind solche kriegerischen Handlungen auf den Nahen Osten beschränkt gewesen und andere Gebiete. Das heißt, wir haben heute eine total
andere Welt und Weltordnung, die es jetzt gilt, richtig einzugliedern. Und wir hatten ja im Vorgespräch jetzt gerade mal gesagt, du hast ein Wort gesagt, das für mich sehr wichtig ist. Das können wir kriegerisch nicht lösen. Es kann nur auf diplomatischem Wege gelöst werden. Und davon sind wir zurzeit noch weit entfernt, denn die beiden Seiten sind so weit auseinanderklaffen, nur wenn zum Schluss die eine oder andere Seite oder beide Seiten erschöpft sind, dann muss zwangsläufig die Diplomatie kommen. Das heißt, einen Sieger im wahrsten Sinne des Wortes auf militärischer Weise kann und darf es nicht geben. Dann würde Europa kaputt gehen. Ich glaube, wir sagen, wir geben dann, Russland ist der Stärkere, wir geben zu, wir lassen also Peter den Großen Nummer zwei jetzt entstehen und akzeptieren all das, was Moskau sagt. Bitte, das gibt es nicht. Es wird relativ komplex werden, um es höflich auszudrücken. Aber vor all diesen Hintergründen sieht es ja überhaupt nicht gut aus ums Thema Investieren. Deshalb sind die Kurse ja auch gefallen. Ich habe schon gesagt, du hast es ja angekündigt. Du hast schon seit Wochen, seit Anfang des Jahres immer gesagt, Cash bereithalten. Die Kurse gehen noch weiter runter. Aber wann ist da dann das Ende erreicht? Also haben wir die Tiefstände dann jetzt gesehen oder wird es noch viel schlimmer? Jetzt kommt man wieder die traditionelle Analyse. Auch mein Freund Hans Bernecker macht das ja täglich. Mehr dazu gibt's im Heiko Thieme Club. Heiko-Thieme.club.